Kennen Sie den Zusammenhang zwischen Testosteron und einer Zuckererkrankung und wie das eine das andere beeinflusst? Nein? Dann bleiben Sie dran. Darum geht es nämlich heute. Hallo, mein Name ist Dr. Marc Bürkern. Ich bin Urologe und Androloge hier in der Urologie am Ring in Köln. Heute sprechen wir über ein wichtiges Thema: Testosteron und Diabetes. Das beides beeinflusst sich gegenseitig. Wir wissen, Testosteron ist so der Monster-Truck unter den Hormonen beim Mann. Ja, das hat in Vielzahl von Bereichen hat es eine Auswirkung. Und eine Wirkung vom Testosteron ist auch, dass unsere Rezeptoren für Insulin schärfer eingestellt werden. Also Sie können, also wenn Sie zu wenig Testosteron haben, haben Sie ein deutlich erhöhtes Risiko, an einer Zuckererkrankung zu leiden. Andersrum ist es auch so, dass Zucker negative Effekte auf die Produzenten, die Zellen, Produzenten in unserem Körper von Testosteron haben. Wir haben eine spezielle Art von Zellen, diese Leydigzellen, die das Testosteron in den Hoden produzieren und deren Arbeit wird verschlechtert durch zu viel Glukose, zu viel Zucker im Blut. Es ist also ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem, also dass sie halt das eine haben und das andere mal gar nicht weiß, was ist jetzt zuerst so. Wir sehen es gar nicht selten hier in der Praxis, dass wenn Diabetiker zu uns kommen und wir sehen, dass der Testosteronwert zu niedrig ist und wir diesen dann erhöhen, dass plötzlich auch eine Neueinstellung vom Insulinnot, von dem Zucker, vom Insulin notwendig wird, weil sie eben wieder besser auf das Insulin reagieren, sie weniger Insulin, weniger Diabetesmittel brauchen. Also insofern ist es ganz wichtig, gerade auch bei einem Diabetiker, den Testosteronwert zu überprüfen. Insbesondere wenn bestimmte Symptome dazukommen. Also sie fühlen sich abgeschlagen oder irgendwie ihr Interesse an Sexualität geht verloren, also ein Libidoverlust tritt auf oder sie generell auch Potenzstörungen an sich merken, dann sollten sie als generell, aber auch als Diabetiker vor allem, den Testosteronwert einmal überprüfen lassen, um zu gucken, ob das nicht vielleicht die Ursache sein kann. Natürlich hat nicht jeder Mann mit einem Testosteronmangel einen Diabetes und nicht jeder Diabetiker hat einen Testosteronmangel. Aber ich finde, wenn man feststellt, dass da das Problem sitzt oder wir ihnen mit so einer einfachen Testosterontherapie helfen können oder sie durch eine Bessereinstellung ihrer Zuckerwerte, ihre Testosteronwerte bessern können, dann ist das ein ganz einfaches Verfahren und diese Chance einer guten Therapie sollte man auf alle Fälle nutzen dann. Jetzt haben Männer mit Diabetes zum Teil auch noch andere urologische Probleme, sei es Potenzstörungen oder auch Blasenfunktionsstörungen, Reizblasensymptome. Zu beiden Themen habe ich gerade vor kurzem Videos gemacht. Wenn Sie mögen, schauen Sie sich auch die im Nachgang an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.